Liebe Captain Future Fans, seid gegrüßt zu einem neuen Video von mir. Heute geht es mal um was anderes in Captain Future, und zwar um seine Uhr. Heute in Teil 1 geht es um die Erstellung in SketchUp, einem CAD-Programm von Google, das kostenlos ist und für jeden verwendbar ist. Die Erstellung im CAD hat insgesamt ca. 8 bis 10 Stunden gedauert, wobei ich euch hier meine Fehlversuche gar nicht erst zeige. Das Ganze läuft hier in 40-facher Geschwindigkeit, um euch nicht stundenlang mit CAD-Erstellungen zu langweilen. Wie ihr seht, bin ich gerade am Erstellen des Grundgehäuses. Hier wurde auch beachtet, dass eine Elektronik eingebaut wird, die auf Knopfdruck die LEDs im Kreis leuchten lassen. Hier seht ihr nun die Erstellung des Rings auf dem Zifferblatt. Das ist ein Ring, der mit vielen kleinen Fragmenten auf der Uhr drauf liegt, und ich mehrere Versuche unternommen habe, dass dieser so realistisch wie möglich aussieht. Hier seht ihr bereits den dritten Versuch, der letztendlich dann auch verwendet wurde. Wie ihr gelesen habt, wird ja die Uhr im Maßstab 1 zu 1 gebaut. Das heißt, sie soll auch, wenn möglich, getragen werden können. Ob dieser Versuch natürlich gelingt, das stellt sich noch raus, wenn dann die Uhr produziert wird und die Materialien ihren Eigenschaften entsprechen. So, der Ring nähert sich seiner Fertigstellung. Und es geht sofort weiter mit der Erstellung des Zifferblattes. Dies ist allerdings nur ein theoretisches Merkmal, das hier gebaut wird. Später wird es dann auf eine kleine Plexiglasplatte übertragen, die dort eingebaut werden soll. Auch der kleine Planet in der Mitte des Zifferblattes darf nicht vergessen werden. Hier seht ihr gerade, wie ich versuche, die zwei gekreuzten Ringe über den Planet zu erstellen, was einige Versuche gedauert hat, bis sie passend zur Uhr ausgesehen haben. Das Ganze wird nun noch koloriert und fertig ist die Glasplatte für die Uhr. Wie ihr von unten seht, habe ich an dem Uhrengehäuse einen sogenannten Bajonettverschluss erstellt. Dieser soll sich nachher mit dem Armbandgehäuse verbinden. Die kleine Bohrung, die ihr an der Seite seht, dient zur Kabelführung für die Elektronik. Weiter geht's mit dem kleinen Anbau an der Uhr, den ich zuerst als Batteriefach geplant habe. Allerdings hat sich dann während des Bau herausgestellt, dass sich die Batterien doch im Unterteil des Hauptgehäuses unterbringen musste. Und schon geht es weiter mit dem Unterteil der Uhr, hier der Gegenpart zum Bajonettverschluss des Oberteils. Dieser wird nun gerade erstellt und wird nachher in das Armband der Uhr integriert. Und weiter geht es auch dann schon mit der Erstellung des Armbandes. Wie ihr seht, muss ich immer wieder während des ganzen Baues natürlich mir die Fotos der Captain Future Uhr anschauen, damit ich mir die Proportionen einigermaßen umlegen kann. Es ist natürlich nicht ganz einfach, da ich weder eine Zeichnung noch sonst etwas habe. Ich orientiere mich ganz einfach an den Bildern der Uhr und versuche so, die Proportionen und die Größe der Uhr zu erstellen. Auch bei der Riffelung des Bandes war ich mir nicht ganz schlüssig, welche Form ich letztendlich nutze. Am Endeffekt hat sich diese, die ihr nun seht, am besten optisch bewährt. Hier wird nun praktisch das erste Teil des Armbandes
einfach gespiegelt und wieder zusammengesetzt. Am Schluss wird dann noch der typische Einlass, wie man ihn auf den Bildern sieht, erstellt. Was ihr hier nun seht, ist die Erstellung des Kabelkanals für die Elektronik. Wie im Original wird ja die Uhr aktiviert durch einen Druck auf einen Knopf, der im Verschluss der Uhr liegt. Und dieses habe ich hier praktisch mit eingebaut. Hier geht es schon weiter mit dem Verschluss der Uhr. Am Anfang dachte ich noch, wie ihr seht, dass ich einen Kanal im Verschluss brauche, hat sich aber dann, wie ihr seht, gegen später herausgestellt, dass dies nicht notwendig ist, da der Zugang zum Schalter im Verschluss keinen Kanal benötigt. Und da sind wir auch schon fast am Ende des Videos bzw. der Herstellung des CAD-Modells der Uhr. Bis zum zweiten Teil des Videos, also zur Herstellung der Uhr, wird es noch etwas dauern, da ich auch noch in einem anderen Captain Future Projekt momentan involviert bin. Werde euch aber zur gegebenen Zeit mehr Infos geben. Zum Schluss des Videos, wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt, habe ich für euch noch eine kleine gerenderte Animation. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Video. Ciao!